Wir erwarten eine weitere Stabilisierung an den Märkten, sprich auch beim DAX. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Wir haben gestern einen durchaus interessanten Tag gesehen, der ja schwach anfing beim DAX, aber dann kam so ein bisschen Beruhigung rein. Erstens durch die Hoffnung auf verstärkte QI-Maßnahmen der EZB, aber vielleicht gestern noch wichtiger eben Äußerungen von US-Notenbankern, die so ein bisschen klar gemacht haben, naja, wir konzentrieren uns doch auf die Konjunktur in den USA und die ist gut und wir werden vielleicht nicht im Oktober die Zinsen anheben, aber wir werden sie im Dezember anheben. Und überhaupt war die Fed-Entscheidung jetzt in der letzten Woche ein Close Call, also eine enge Sache. Das sind die Sachen, die die Märkte jetzt eigentlich hören wollten, nachdem zunächst mal ja die Verunsicherung stark war über die ausgebliebene Zinssenkung bei gleichzeitiger Erwähnung Chinas und der Schwellenländer. Apropos China, wir haben heute ein Interview von Xi Jinping, dem Staatschef Chinas, gehört, der nochmal hier die Dinge versucht hat einzuordnen und gesagt hat, naja, alles nicht so schlimm, die Devisenreserven sind zurückgegangen, normaler Prozess, das passiert. Aktienmärkte werden sich stabilisieren etc. etc. Also vor seinem Besuch in den USA will der chinesische Staatschef nochmal gutes Wetter machen. Das heißt, wir werden sicherlich von chinesischer Seite jetzt keine großen Dramen und Tragödien erleben, denn das ist politisch nicht gewollt vor dem Besuch des Staatschefs in den USA. Es geht relativ ruhig zu in den asiatischen Märkten. Das liegt auch daran, dass in Tokio nach wie vor Feiertag ist. Gestern schon, heute setzt sich das fort, da fehlt ein Stück weit Liquidität, Shanghai plus 0,65%, also im Plus, Hang Seng 0,72% im Plus und Australien 0,5% im Plus, also moderat positive Vorgaben. Der DAX dürfte das aufnehmen, gleich mal mehr dazu. Wir haben keine Termine heute auf der Agenda, aber wir haben natürlich die Finanzmarktwelt.de und da sollten Sie mal reinschauen. Jetzt schauen wir in die Charts und gucken, was sich da tut, was sich abspielt, was kommen könnte. Was wir hier sehen, das ist der Dow Jones. Und wir sehen, wir haben hier eigentlich eine intakte Seitwärtsrange auf der Oberseite ungefähr 16.625, auf der Unterseite 16.325, spielt sich also eine Range von 300 Punkten ab. Und es geht rauf, es geht runter, gestern ging es dann zwischenzeitlich mal runter, nachdem Hillary Clinton die Pharmabranche erschreckt hat, gesagt, sie will hier bestimmte Preise deckeln. Das hat den ganzen Biotech-Sektor dann unter Druck gebracht, daher ging es zwischendurch mal nach unten, dann ging es aber wieder nach oben und jetzt halten wir uns auf diesem Niveau. Was heißt das für den DAX? Das dürfte bedeuten, dass wir um die 9.960 Punkte reinkommen, also vielleicht einen Ticken höher, als wir hier auf X-DAX-Basis geschlossen haben. Wir haben natürlich heute wahrscheinlich nicht mehr die Situation, dass VW knapp 20% fallen wird. Das ist eher unwahrscheinlich, aber es wird Nervosität bleiben um die Aktie, es wird ein Stück weit Nervosität bleiben um den gesamten Autosektor. Eben mit der Frage, ist das eine Manipulation, die nur VW betrifft und bei VW nur die USA oder eben auch andere Bereiche, und das gilt für andere Autobauer ähnlich. Schauen wir uns mal den DAX an. Da haben wir im Prinzip jetzt hier so einen Verzweiflungsboden gebildet bei 9.780 Punkten. Nach wie vor Unterstützung auch in der Zone 9.820 bis 9.860. Und dann eben Widerstand jetzt bei dem gestrigen Tageshoch, da sind wir bei 10.000 Punkten gewesen, dann 10.080. Wir gehen davon aus, dass wir versuchen werden, zunächst mal die 10.000er Marke zu attackieren. Wenn das gelingt, dann in Richtung 10.080 laufen. Die ganz großen Sprünge werden es wohl nicht werden, aber der große Abverkauf wohl heute auch nicht. Dazu fehlen einfach derzeit die Impulse. Kann sich natürlich jederzeit ändern. Schauen wir uns mal den Euro an, der gestern ja massiv gelitten hat. Jetzt sind wir bei 1,12 glatt. Gestern die 1,1180 hatte zunächst mal einen Boden bilden können, aber ob das hält, ist unsicher. Wie gesagt, diese QE2-Story, die belastet die Gemeinschaftswährung. Außerdem sind viele Hedgefonds nicht mehr long im Dollar. Das könnte hier nochmal helfen. Schauen wir uns das Gold an. Da tut sich wenig, 1133, und das amerikanische Crude Oil 46,33. Also wir erwarten moderate Stabilisierungen beim DAX. Keine großen Höhenflüge, keine Abverkäufe, aber leichte positive Tendenzen, und beim Euro gehen wir davon aus, dass die Gemeinschaftswährung weiter fallen wird. Das ist dann wiederum positiv für den DAX. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag. Bis dann, ciao.